So weit, so breit. Ich nehme mal ein bisschen indirekteren Weg dahin. Vielleicht fallen mir da mehr Verbrechen auf. Ein Rudel Wölfe, eine Schule Wale, heißt es dann ein Zellblock Häftlinge? Habe ich das richtig verstanden? Kapern einen Wurf. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Ich würde gerne mit dir spielen, aber ich habe gerade keine Zeit. Das war mal eine nette Abwechslung. Danke. Sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smograusch durch die Stadt. Spider-Man und das Smog-Problem. Gute Nacht. Versuch's doch, Schatz. Ja, Spider-Man. Ja, ich bin wohl aufgeflogen. Du bist ein Arsch. So. Die Stadt wird eine Spielwiese für Durchgeknallte. Mehr als normalerweise, meine ich. Smog, da müsste jetzt demnächst auf die Fische gehen, oder? Bevor er zu dem Blitzableiter-Kram kommt. Keine Sorge, ich garantiere allen eine Rückfahrt nach Rikers. Ich zweifle euch, Scheiße. Was wollt ihr dagegen machen? Okay, okay, okay. Nehmt halt erst euch auseinander. Kann man nur so nervig sein? Scheiße! Du entkommst mir nicht.
Die gesamte Truppe. Irgendwie süß, dass sie ihre Freunde retten wollen. Aber nicht süß genug, um sie nicht zu verprügeln. Toll, jetzt ist mein Anzug kraftbereit. Okay, was fehlt hier noch? Noch ein Sträflingsverbrechen und 4 Sable. Lagebericht für das Gebiet Fledaris. Beobachtungsposten aktiv. Lage normal. Beobachtungsposten, kein Problem, das kriege ich hin. Ich kann den Posten nicht aktiv lassen. Ich versuche ihn heimlich zu schließen und niemanden zu gefährden. Oh, eine Dachparty für mich? Mit Suchscheinwerfer und allem? Und einer weniger. Ich bin an ihm dran. Ob die Wohnungsbesitzer Sable Miete für die Wachen auf dem Dach berechnen? Schön wär's. Ah, okay. Ein Sable-Verbrechen weniger. Hier Zentrale. Wie steht es auf dem Union Square? 10-4, hier Transporter Sierra. Wir setzen unsere Streife fort. Ich hab grad echt Bock, hier nur rumzusitzen und die auszuschalten. Hallo! Hey! Wird daraus ein Roboter? Nein, aber es ist ein sehr guter Föhn. Okay, bitte alle antreten. Silver Sable kauft diese Typen offenbar im Dutzend. Schritt 1, Ding ausschalten. Schritt 2, den Rest. Gib mir mal deine Waffe her. So, wer noch? Du hast dich ausgeschossen. Okay, soll ich noch ein bisschen um Campus rumkreisen? Sieht echt machbar aus. Ah, noch 3 Verbrechen in der Gegend. Perfekt. Achtung, Einheiten. 1043. Polizeiwagen wird angegriffen. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Keine Sorge, ich kann... Spider-Man ist hier! Da auf! Gleich mit Panzerfäusten.
Richtig fancy. Ja, los da! Wir kriegen ihn! Seht ihr das? Ich komme gleich zum Rest von euch. Ich muss nur erst die Dickerchen loswerden. Nicht. Erzähl's mir. Seht ihr euch keine Horrorfilme an? Irgendwie süß, dass sie ihre Freunde retten wollen. Aber nicht süß genug, um sie nicht zu verprügeln. Den Spruch hattest du eben schon, Junge. So, noch zwei Sable-Verbrechen, dann haben wir das ja auch relativ geklärt. Das sah eben so umständlich aus. Diese ganzen vielen Verbrechen, aber jetzt? Die Nachbarschaft wird gerade ein bisschen ungastlich. Vielleicht kann ich den Außenposten ausschalten, bevor die anderen sterben. Schlaf schön. Was könnte der Grund dafür sein? Wir müssen mal über Grenzen reden. Ein Sable-Beobachtungsposten weniger. Macht das Leben einfacher. Ja. Yeah. Vor allem heißt es, uns fehlt nur noch einer. Guten Teams, Lagebericht für das Gebiet Flatiron. Der gepanzerte Streife. Keine Spur vom Ziel. Habe ich gerade schon wieder ein Level abgehabt? Ah, da ist es das letzte. Spider-Man ist in Reichweite. Tödliche Gewalt autorisiert, Patrouille. Was? Langsam glaube ich, Sable International stalkt mich. Fenster putzen? So, Waschanlage fertig. Noch mehr Typen? Mann, Silver Sable muss jede Menge Jobbörsen besuchen. Oh, da hätten sie die neuen. So, hier fehlen noch ein paar und hier nicht. Ich glaube, ich schwinge dann doch noch mal kurz hier rüber und mache hier die letzten Dinger, bevor ich da zur ESU gehe. Spider-Man. Alter. Einfach hier mal so mitten rein. Ich meine, klar, die Viecher werden natürlich nicht verschwinden, aber egal. Ich glaube, dann mache ich danach doch noch Harlan. Dann habe ich das diesmal erledigt und kann dann endlich mit anderem Kram weitermachen. Ich bin ganz irre und spiele auch noch weiter. Nee, ich glaube nicht. Das ist übrigens, bringt Leute in Gefahr. Möchte ich meinen.